So, und damit hallo und herzlich willkommen hier zu meinem neuen Let's Play. Liebe Leute, lasst euch sagen, wir bauen eine Stadt auf. Da können wir ja nicht klagen. Ja, wir bauen eine Stadt auf bei den Städtesimulator hier bei City Skylines. Und ja, wir fangen heute mal an, werden über viele, viele Parts versuchen, hier mal raus was zu bauen. Am besten eine Großstadt, die auch funktioniert. Und anfangen werden wir mit einem kleinen Dorf und werden Straßen bauen, Autobahnen bauen, Flughäfen bauen. Ja, Energie werden wir sorgen. Wir werden auch ein bisschen ökonomisch handeln. Ja, mit Solarenergie, Windenergie. Wir können auch abbauen, Kohle, Öl. Lasst euch überraschen, was wir so alles finden. Ich bin schon gespannt. Ja, wir gehen heute mal auf ein neues Spiel. Wir fangen ja neu an. Ja, da müssen wir erstmal zuerst eine Karte auswählen. Hier unten haben wir mal unsere Naturrohstoffe und sehen auf jeder Karte, wie viele Rohstoffe hier da sind, was verfügbar ist, wie viel Wasser und ja, welche Verbindungen wir hier bauen können. Straßen, Schienen, ja, Schiffsverkehr, Flugzeuge. Und, liebe Freunde. Ah, so. Wenn wir mal anfangen. Wir gucken wir erstmal alle durch hier. Gibt's auch mit viel Wasser. Mit mehr Boden. Inseln gibt's glaube auch. Island. Wo haben wir's denn? Beach. Hier haben wir auch mit ein bisschen mit Strand. Also an allen etwas gegeben. Wir fangen aber mal mit der oberen Karte an. Und ja, beginnen. Erhöhung des Budgets. Erhöhen Sie das Budget für einen Service, um es effizienter arbeiten zu lassen. Na, da bin ich ja mal gespannt, was uns so Schönes hier erwartet. So, ich habe vor Schreck heute gar keine Stoppuhr angemacht. Die werde ich aber jetzt nochmal starten. Muss ja mal wissen, wie lange ich jetzt aufnehme. Wo haben wir denn die Uhr? Wo haben wir denn die Uhr? Hier haben wir sie doch. Alles klar. So, liebe Freunde. Ja, der FSX ist gerade im Bau. Muss ich dazu sagen, wird jetzt erstmal die Woche nicht mehr kommen. Also, habe ja viele Probleme jetzt gehabt. Mein FSX läuft nicht so ganz rund, wie er soll. Hat kleine Kinderkrankheiten oder ältere Kinderkrankheiten und die werden wir jetzt aber erstmal beheben, bevor wir hier weitermachen. Und lad bitte schneller, komm. Na los! Na. Ja! So! Hallo! Lassen Sie uns damit beginnen, einige Straßen zu bauen, um die benachbarten Gebiete abzugrenzen. Gebäude, Späben in abgrenzenden Gebieten, um im weiteren Wachstum Ihrer Stadt werden Sie neue städtische Dienstleistungen und Gebäude freischalten. Klicken Sie auf Hilfe. Ja. Gut, liebe Freunde, das ist unser Gebiet. Hier haben wir die Autobahnanbindung und wir können irgendwann weiter dazukurven, weitere Gebiete erwerben und lassen uns erstmal anfangen mit der Mausrad. Das ist mal ja, ich habe hier eine Mücke offen. Monitor, geh mal weg. So, wir fangen jetzt an mit einer Straße. Straßen müssen gebaut werden, um Gebieten Zugang zu städtischen und Gebäude, Dienstleistungen zu verschaffen. Größere Straßen ermöglichen schnelleres Fahren und größere Verkehrsaufkommen. Dieses hilft städtischen Dienstleistungsunternehmen, Bürger effizienter zu erreichen. Ja. So, wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal eine Verbindungsstraße bauen. Von der Autobahn ins städtische Stadtgebiet. So, ich wollte mal sagen, wir lassen diese Autobahnanbindung zu einer werden.
Wir haben jetzt ungefähr 70.439 Kontostand und wir haben zurzeit einen Verlust von 1 Dollar oder 1 Euro. Das müssen wir gleich ausbessern. Da bauen wir jetzt erstmal eine Straße, würde ich sagen, und grenzen mal unser Gebiet ab. Also ich möchte so Industriegebiet machen, Wohngebiet, Einkaufsmöglichkeiten, Stadtgebiet, Mensch. Und ja, was gibt's noch? Muss ich gleich mal gucken. Bürogebiete und besiedeltes Gewerbegebiet. Gewerbegebiet klein. Und. Ja, wie gesagt, wir machen jetzt erstmal ein kleines Wohnviertel. Halt, müssen wir mal auf die Straße gehen. Ich würde mal sagen, wir ziehen das mal hier runter und bauen hier oben gleich an der Autobahn ein kleines Industriegebiet hin. Machen wir mal hier rüber und lassen schon mal ein bisschen Industrie anwachsen. So, es dürfte auch schon erstmal reichen für die Größe. Das dauert jetzt einen kleinen Moment, bis die jetzt alle kommen. Und bis dahin werde ich jetzt erstmal noch das Wohngebiet abstecken. Ich werde es ein bisschen schöner bauen. Ich werde es nicht so viereckig bauen wie bei den Amis. So, das wird mal unser Wohngebiet. Und lassen jetzt schon mal kleine Familien einziehen. So, das dürfte erstmal reichen. So, liebe Freunde, also haben wir jetzt erstmal ein kleines Wohngebiet mit einem kleinen Industriegebiet und werden uns jetzt erstmal um die Stromversorgung kümmern. Was haben wir dann so schönes? Stromleitung. Ein Windrad. Was haben wir hier? Kohlekraftwerk. Ich würde mal sagen, wir nennen mal das Kohlekraftwerk, um erstmal ein bisschen mehr Strom zu bekommen. Werden wir erstmal hier erstmal ein Kohlekraftwerk hinbauen, was wir dann natürlich wieder ersetzen, sobald wir uns weiterentwickeln. So, jetzt brauchen wir noch einen Wasseranschluss. Das können wir nur hier im Fluss machen. Hier müssen wir aber aufpassen, wenn wir jetzt hier Wasser sammeln oder raus befördern, darf diese Abwasserrohr nicht vor dieser Wasserpumpe sein, sonst ziehen wir nur Abwasser an. Darauf müssen wir wirklich achten. Hier sehen wir auch die Fließrichtung. Also ziehen wir jetzt hier Wasser und hier Abfluss. Also ziehen wir von hier Wasser und der Abfluss kann hier runter wegziehen. So, wir müssen jetzt noch eine Stromleitung sorgen. Die ziehen wir jetzt erstmal hier rüber. Die werden wir dann nochmal verändern. So. Das Strom muss aber erstmal, ist wohl jetzt noch nicht an. Da müssen wir erstmal Arbeiter haben dafür. Dieses Kraftwerk verwalten.
Zum Beispiel auch mit dem Wasser hier, was sich schon wunderschön angesammelt hat. So, Wirtschaftsfenster. Hier können wir dann unsere ganze Suppe verwalten. Hier sehen wir auch die Einnahmen, Ausgaben und was wir alles so pro Haushalt verdienen oder verlieren. Wie gesagt, das dauert jetzt einen kleinen Moment, bis alles so anläuft. Können wir ja mal einen Wasserturm noch hinbauen. So. Ja, Abwasserrohre müssen wir natürlich immer verlegen. Das ist mir ganz vergessen. So, damit kann jetzt erstmal die ganze Sch weg. Und wir müssen noch alles verbinden. So. Damit wäre jetzt erstmal das abgedeckt. Also hier oben noch. Wir müssen ja bestimmt immer auf Toilette. So. Dann lassen wir es gleich noch hier runter. So, liebe Freunde, damit wäre jetzt erstmal der erste Schritt gemacht für unsere zukünftige Stadt, die jetzt noch weiter wächst in der nächsten Zeit. Hier entsteht schon ein bisschen Industrie, langsam und stetig. Die brauchen noch ein bisschen Wasser. So, die müssen wir auch noch verbinden. Perfekt. So, damit wäre das erstmal schon mal geschafft. Unser kleines Wohngebiet oder unsere kleine Innenstadt ist im Bau. Die wird sich aber definitiv in der ganzen Parts nochmal total umverändern. Ist ja bloß erstmal der Anfang. Und ja, das war erstmal der erste Eindruck von City Skylines, liebe Freunde. Und wenn ihr wollt, können wir dann einen zweiten Part draus machen. Und ich würde jetzt erstmal Schluss machen. Hier sehen wir schon, wie die ganzen Leute in die Stadt kommen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, ein Abo oder einen schönen Kommi. Und wir sehen uns dann im Part 2 wieder, der dann länger gehen wird. Und Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.